Hallo ihr Lieben, es gibt ein Rossmann-Haul. Ich halte euch kurz mal die Produkte so ins Bild, dann könnt ihr schon mal ein bisschen gucken. Kassenbon habe ich selbstverständlich mit dabei. Dann kann ich euch die Preise sagen. So, ich halte das Ding hier einfach mal fest und hole alles raus, was hier so drauf liegt. Und ich werde auch einige Sachen mit euch direkt ausprobieren, beziehungsweise das Ding hier. Werde ich mit euch auch noch dahin packen, wo es hingehört. So, ich fange mal an mit Haarspray. Das habt ihr oft gesehen im Aufgebraucht-Video von mir oder in Hauls und in dem Short von letztens, meine liebsten Haarprodukte, die ich schon seit einigen Jahren verwende. Und das ist das Schwarzkopftaft Pure Haarlack Halt 4, ohne Silikone, ohne Parfüm. Wie gesagt, seit Jahren benutze ich das. Packe ich schnell mal dahin. Das andere ist leer, kann ins Aufgebrauchtkörbchen. So, dann habe ich mir mal wieder seit Ewigkeiten einen Schaumfestiger gekauft. Ich mag den am liebsten von Alverde. Aber ich war jetzt nun bei Rossmann, nicht bei DM. Darum habe ich mich für diesen Schaumfestiger entschieden. Schaumfestiger Halt 3 für langanhaltende Locken, auch von Taft. Werde ich mal wieder ja, meine Wellen so ein bisschen ausarbeiten. Also ja, dass ich mal so ein bisschen wellige Haare wieder habe, weil ich die in letzter Zeit, die letzten Monate eigentlich immer nur glatt trage. Kommt auch direkt ins Regal. Sonst habe ich die Preise nicht gesagt. Boah. Also. Die beiden Taft-Produkte, beide 2,99, also jeweils 2,99. So, dann mache ich mal das hier von Isana Wattepads. Diesmal habe ich mal eine andere Sorte, möchte ich ausprobieren, mit Aloe Vera und Panthenol. Super soft. Da habe ich gedacht, ich probiere die mal aus. Super soft. Vielleicht merkt man ja den Unterschied, wenn man sich die Augen abschminkt oder so. Darum einfach mal eine super soft Variante. Isana Wattepads. Ich sage euch den Preis. 99 Cent. Dann Procodent Interdentalbürstchen. Das sind diese Schätzchen hier. Ja, so um die Zwischenräume zu reinigen. Vor dem Zähneputzen. Intensive Reinigung zwischen den Zähnen. Da habe ich die Größe 2 mm, Größe 0. Ich sage euch den Preis. Moment. Finde ich nicht. Ach doch, 1,89. Auch mal zur Seite. So, jetzt gebe ich euch noch mal einen kleinen Tipp, weil wir gerade bei den Dentalbürstchen sind, Interdentalbürstchen. Ich gehe ja alle halbe Jahr zum Zahnarzt und lasse mir die Zähne reinigen mit Ultraschall und so. Und da habe ich die Zahnärztin auch mal gefragt, welche Größe ich genau brauche für meine Zwischenräume. Dann hat sie mir von so einem Zahnseidestick kann ich ja so eine so ein Ding mitgegeben, ist auch ganz gut, hat sie gesagt, aber ich kann damit nicht um, ich mag die nicht. Ich habe mir so ein 100er Pack gekauft, aber die schocken irgendwie nicht. Ich mag lieber solche Dentalbürstchen. Interdent, na, ist egal. So, und da hat sie mir auch eine Größe mitgegeben, an mir getestet, welche Größe ich benötige. Und wie gesagt, dann hat sie mir so ein Muster mitgegeben. Dann konnte ich wenigstens eine Größe für mich raussuchen, die bei mir gut passt. Falls ihr auch mal beim Zahnarzt seid, könnt ihr ja mal fragen, ob sie das bei euch auch mal testen kann, welche Größe genau ihr braucht. Ich hatte mal schon eine größere Größe und da habe ich das Metall so gespürt zwischen den Zähnen. Also, ne? Dieses, ja, da ist ja so ein, ich hole das nochmal raus, ist ja so ein Metall, ja, so ein Draht ist das. Und wenn ich das so zwischen gemacht habe, dann merkte ich,
den Draht und das ist dann zu groß gewesen für mich. Ich habe also vorher eine zu große Größe benutzt. Darum fragt ruhig mal beim Zahnarzt hier, ne, kannst du mir mal eine Probe mitgeben, was für eine Größe ich genau brauche. Nur mal so als Tipp. So, das kann ich jetzt wegschmeißen, weil das brauche ich ja nicht mehr. So, jetzt mache ich weiter. Und dann probieren wir auch noch gleich zwei, drei Sachen aus. Dann habe ich neu gekauft für meinen Mann Isana Peeling Aktivkohle. Das benutzt er für sein Gesicht und er ist total begeistert. Er hat sonst nie ein Peeling benutzt fürs Gesicht. Er benutzt auch keine Tagescreme und sowas, Männer halt. Aber das findet er richtig gut. Das habe ich ihm neu gekauft. Eins hat er schon aufgebraucht. Das seht ihr dann im nächsten Video, im Aufgebraucht-Video. Dieses Produkt, das jetzt nochmal nachgekauft, weil er das total schön findet. Eliminiert Unreinheiten, Peelkörper aus Lavastein, effektive Reinigung für normale bis fettige Haut. Isana Aktivkohle Peeling. Das für mein Schatzi. So, dann mache ich mal weiter mit diesem hier. Altera Intensiv Nagelöl Bio-Wildrose für beanspruchte und strapazierte Nägel. Meine Nägel sind ja recht beansprucht gewesen, weil ich eine Zeit lang nur künstliche Fingernägel getragen habe. Jetzt mache ich mir eine Pause. Das trage ich übrigens gleich mit euch auf. Jetzt mache ich eine Pause und mache mit dem nächsten Produkt gleich weiter. Erstmal möchte ich mit euch das Nagelöl auftragen. So, hier das Nagelöl einmal ein bisschen dichter dran für euch. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich hatte schon mal das Altera Serum, das fand ich richtig gut. Ich werde auch überall nur so ein Pünktchen drauf machen, ohne auf die Pipette drauf zu drücken, weil das reicht vollkommen aus. So, einmal überall so drüber. Also eigentlich ist es ein Tropfen für alle Nägel. Mal gucken, wie schnell das einzieht. So. Ja, ich mache auch erstmal Pause, was künstliche Nägel angeht. So, auf den Nägeln habe ich jetzt so einen Klarlack drauf. Normalerweise ist es natürlich auch gut, wenn man nichts auf den Nägeln hat und auch die Nägel so ein bisschen Öl abkriegen, aber das ist jetzt bei mir nicht der Fall, ist nicht so schlimm. So, noch mal kurz ein bisschen überschüssiges Öl weg, damit ich gleich weitermachen kann mit dem Video. So, das jetzt einmal das Öl aufgetragen. Und das riecht gut, man riecht das richtig. Bio-Wildrose. Tolles Nagelöl und natürlich für die Nagelhaut. So, das war das. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Produkt. So, weiter geht's. Das Nagelöl zieht jetzt ein. Habe ich den Preis gesagt? Ich glaube nicht. Isana Aktivkohle Peeling 1,99. Die Dentalbürstchen 1,89. Das Nagelöl 2,99. So, jetzt, weil wir bei dem Thema Nägel sind. Bringe ich mal aus dem Bild. Ich habe mir künstliche Fingernägel gekauft. Die sind so schön, aber ich werde mindestens 4 Wochen Pause machen. Also ich werde jetzt 4 Wochen lang morgens und abends das Öl verwenden, dann eventuell wieder neue künstliche Fingernägel draufkleben oder aber auch, ich mache 8 Wochen Pause. Ich weiß es noch nicht. Aber die sind so schön, die muss ich euch mal zeigen. Das ist Kiss Fantasy Ready to Wear Medium, die Größe. Und die haben gekostet 9,99 €. Ich packe mal einen aus, um euch den besser zu zeigen. Nehmen wir mal den hier für den Daumen. Ich versuche das mal so ranzumachen. Hoffe, dass der nicht runterfällt. So.
Glitzer. Richtig schön. Ich werde sie, wenn ich sie denn drauf mache, dann werde ich sie ein bisschen runder machen. Die sind mir zu gerade, dass ich so ein bisschen hier an der Seite was abfeile. Und so sehen die aus. Oh, die sind so schön mit diesem Glitzer drauf, ne? Im Sommer, jetzt so vielleicht Mai, Juni, richtig hübsch. Ich kann es ja nicht lassen. Aber wie gesagt, erstmal eine Pause. Gut, dann mache ich weiter. Hier ist noch was drauf und zwar sind das Ohrringe. Oh, Entschuldigung. Die kaufe ich ja gerne bei Rossmann, DM, Teddy Kick. Aber meistens, also ich habe mir jetzt irgendwie, gewöhne ich mir das an oder ich möchte mir das angewöhnen, nur noch Rossmann oder DM Ohrringe zu kaufen, weil die von der Qualität doch ein bisschen besser sind. Das sind jetzt, wie viel sind das? 10 Stück? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 Paar für 9,99 €. Ganz niedliche Ohrringe sind dabei. Ich werde jetzt auch ein paar Ohrringe mal reinmachen. Das sind alles so Kreolen. Die oberste Reihe, die Kreolen sind hinten offen. So könnt ihr das sehen. Und die hier sind geschlossen. Da finde ich die ganz witzig mit so einem, ja, mit so einem kleinen, ne? Wie heißen die Dinger? So eine Spitze halt. Ja, mit so Steinchen und mit so Kügelchen. Diese mit diesem spitzen Ding möchte ich jetzt mal direkt reinmachen, um zu gucken, wie die so aussehen. Ich könnte auch zwei verschiedene reinmachen, ne? Ich mache einfach die mit der Spitze. Ich beide mal raus. Den Preis habe ich euch gesagt, ne? 9,99 €. So, machen wir die mal rein. Upsala. Oh, mein Magen knurrt. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Aber ich habe noch nichts gegessen, außer meine beiden Shakes, die ich einmal trinke, Frühstück und Mittag. So, wenn ich die jetzt noch zukriegen würde. Ich kriege sie nicht zu. Oh Mann. Wenn man das schnell machen will, geht es sowieso nicht schnell. Meine Hände sind so flutschig vom Öl. Oh Mann, ey. Oh Gott, ich kriege sie nicht zu. Doch, jetzt habe ich sie zu. So. Andere Seite auch schnell. Dann machen wir mit dem nächsten weiter. Das finde ich richtig gut. Ich habe hier im Badezimmer eine Badewanne. So, das sind jetzt beide Ohrringe. Könnt ihr die sehen? So, beide Ohrringe drin, voll süß. Finde ich witzig. Ich habe ja hier im Badezimmer eine Badewanne, die wir selten benutzen. Eigentlich benutze ich sie gar nicht. Ich habe sie zweimal benutzt, glaube ich, in den ganzen Jahren. Und mein Schatzi, vielleicht einmal im Jahr oder so. Eigentlich ist die Badewanne nur da, die ich immer abstauben muss. So, sonst hat die irgendwie keinen Sinn. Aber ich habe mir jetzt das hier gekauft. Das ist eine Badewannenablage. Ideenwelt bei Rossmann. So, kostet eigentlich 9,99 €, aber jetzt kostet sie nur noch 5 Euro. So, die habe ich mir gekauft, die Badewannenablage. Weil, wie gesagt, meine Badewanne ist eigentlich nur Deko und wird eigentlich nur abgestaubt und zu sonst ist sie nicht zu gebrauchen. Darum habe ich mir gedacht, ich mache so ein bisschen Deko drauf. Das mache ich jetzt schnell mal und dann zeige ich euch das Endergebnis. So sieht das Ganze jetzt aus, meine Badewannenablage. Da habe ich hier einmal so ein Badeherz, einmal ein Duschdass, das habe ich mal von Manuela zugeschickt bekommen. Dann habe ich einfach ein Handtuch dahin gelegt und eine unechte
Orchidee. Und so ist es doch ganz niedlich. So kann das bleiben. So, das war jetzt kurz mal meine Badewannenablage, wie ich die dekoriert habe. Werde ich vielleicht noch ändern, ich weiß es nicht. Mal gucken, aber für erstmal so lasse ich das durchgehen, ist ganz süß so. Das war's mit dem Rossmann Hall. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.